Erbgutanalysen beweisen, dass die Urheimat des Weizens in der Nähe des Nabelbergs in Anatolien liegt. Hier entstand aus wilden Gräsern unser Getreide. Es heißt ja immer Ackerbau und Viehzucht. Seien eins der Grund dafür gewesen, dass die Menschen vor ungefähr 11.000 Jahren sesshaft geworden sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn zumindest die Viehzucht, die kann man ganz prima auch unterwegs erledigen. Hier in der Türkei sind die Yörük ein Beispiel für diese nomadische Lebensweise. Ihr mitgebrachtes Wissen breitet sich rasch aus. So verhelfen die Einwanderer aus der Türkei den alten Europäern zu Kultur und Wohlstand.